Was geht ab, Leute? Ich zeige euch heute, wie man einen Plug-Type-Beat macht. Oder Stupid Cool oder Diego Money, was auch immer. Im Voraus schon mal, ich nehme das Ganze mit meinem Headset auf, deswegen kann es sein, dass meine Stimme ein bisschen leise ist. Aber ich hoffe, das ist nicht so ein großes Problem. Das ist auf jeden Fall der Beat, mit dem wir arbeiten. Fuck you, Citrus. Auf jeden Fall chillig, passt auf jeden Fall zum diesem Stupid Cool Vibe. Hier habe ich das Ganze gemacht. Auf jeden Fall erstmal anfangen mit Purity, Leute. Ist auf jeden Fall Gold. Ich habe für den ganzen Beat nur Purity genommen. Man kann auch Synology benutzen oder keine Ahnung, Analog, weiß ich nicht. Ich habe einfach keinen Speicher für den Scheiß, deswegen Purity. Ich habe diese Chord Progression gemacht. Minor Chord, ich habe den dupliziert und fünf Noten nach oben gepackt. Ganz simpel. Ich habe die Velocity halb runter gemacht. Dann hört sich das nicht so hart an. Als nächstes habe ich eine Bell benutzt. Ja, easy Chord Progression, Noten gefolgt. Das war's eigentlich. Hier wieder eine Bell, glaube ich. Einfach wieder den Noten gefolgt von dem Piano. Bisschen Variationen reinbringen, bisschen in den Raum füllen. So, auf jeden Fall auch wieder eine Bell. Einfach wieder ergänzen, wie schon gesagt, Leute. Bisschen in den Raum füllen. So, was haben wir hier? Bell Pad, ganz, ganz wichtig. In meinen Augen zumindest. Ich bin hier einfach den Noten gefolgt beim Piano. Kurze Chord Progression, ganz easy. Habe ich den Noten gefolgt, wie immer. Simple Chord Progression. Hier Velocity ein bisschen runtergefahren. Ich wollte nicht so laut die Melodie haben, deswegen habe ich ein bisschen runtergefahren. Haben wir ja jetzt auf jeden Fall das Pad. Auch ganz dezent, ganz süß. Nicht zu laut. Einfach im Hintergrund bisschen für Vibe sorgen. Ja, soll ich jetzt die Drums einzeln durchgehen? Ich glaube, es ist sau langweilig, deswegen zeige ich euch das Ganze mal hier. Dazu verlinken, also da gibt einfach ein Stupid Cool Drum Kit Reddit, ihr findet for free geile Drum Kits, ist eh alles das gleiche immer. So Leute, bei der 808 kann man vielleicht noch sagen, ich habe hier die Call and Respond Technik benutzt. Das hier ist der Call, die eine Note, und dann ist das hier die Response, also die Antwort darauf. Allgemein bei den Drums Platz lassen für Rapper, Lücken sehen, weil am Ende des Tages wollt ihr die Beats ja verkaufen und wenn hier alles voll ist mit 808, dann will da keiner drauf rappen oder kann auch gar nicht drauf rappen. Also immer simpel halten. So, dann kommen wir jetzt zum Mix. Beim Mix mache ich gar nicht so viel eigentlich. Ich benutze immer so ein EQ2 und dann schneide ich hier die überflüssigen Frequenzen raus. Und ich habe jetzt noch ein Reverb drauf gemacht, damit das ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Über den anderen Instrumenten Reverb. EQ2 weggeschnitten. Zack, zack, zack. Bei den Drums. Okay, den habe ich nicht verwendet. Okay, Leute, ganz wichtiger Tipp bei den Drums. Benutzt auf jeden Fall bei jeder Drum EQ, weil brauchen wir nicht diese Frequenzen, die hört man nicht. Und die machen einfach den Mix ganz komisch am Ende. Schneidet hier ein bisschen mit EQ weg. Die Grundregel dabei ist, ab 30 Hertz vom Low End wegschneiden, beziehungsweise dann bis 16k Hertz beim High End wegschneiden und dann seid ihr auf jeden Fall gut dabei.
Die 808s, da habe ich, wie gesagt, das Low-End weggeschnitten. Ich habe das High-End weggeschnitten. Ich habe einen Limiter draufgepackt. Ich habe hier das Ceiling auf minus 1 gesetzt, damit die 808 nicht hier über die Nuller-Marke knallt. Das wäre dann nämlich viel zu laut. Attack runtergemacht, genauso wie Release, damit dieses Ceiling direkt die Frequenzen auffällt und nicht bisschen, keine Ahnung, ein paar Millisekunden wartet und dann hört sich das komisch an. Auf jeden Fall noch ein EQ, da habe ich hier die Low Ends geboostet bisschen und bisschen den Bass. Soundgutizer ist Classic. 808 bisschen lauter machen, bisschen mehr Punch. Wenn ihr wollt, dass ich ein Video zu diesen ganzen Mix und Master Sachen mache, dann könnt ihr auf jeden Fall die Kommentare zuspammen. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ich bin jetzt kein Profi da drin, aber ich denke mal, ich kann das ganz okay erklären. Und ja, es geht ja auch nicht ums Mixing eigentlich und Mastering in diesem Tutorial. Es geht ja eigentlich um den Plugbeat. Und ich laber schon wieder viel zu viel hier um Mixing, Mastering. Ja, Maximus draufgepackt. So, jetzt mache ich schnell. Zack. Maximus drauf, bisschen gemastert einfach. Dann geht's. Fuck you, Citrus. Macht auf jeden Fall die Hook ein bisschen interessanter und hat so ein Wiedererkennungsgefühl oder etwas, wo man drauf wartet, dann, wenn man zuhört. Ja, das ist mein Verse, der ist 24 Bars lang, ganz simpel, paar Instrumente rein, nicht alle, sonst hört sich an wie die Hook. Hier die Drums rein, wieder minimales Intro. Dann hier mein Outro. Ich habe einfach eine Automation gemacht mit Zack, Rechtsklick, Create Automation. Damit es einfach leiser wird. So Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Tutorial. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Wenn ihr noch mehr Tutorials sehen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare und auch was ihr sehen wollt, also keine Ahnung. Ich will ein Mixing Mastering Tutorial. Schreibt das alles rein. Ich lese mir das durch, ich mache das auch. Hundertprozentig, also ich bin da offen für alles. Erster Link in der Beschreibung ist ein Free Loop Kit von mir. Da sind ganz viele Plug Loops drin. Da kann ich jetzt mal kurz einen Blick drauf werfen, wenn wir schon dabei sind. Ich habe hier ein Free Plug Loop Kit rausgebracht mit Vicious Main. Da sind auf jeden Fall 10 nice Plug Loops drin, die ihr benutzen könnt, for free, wie gesagt. Ich packe den Link in die Beschreibung und die Kommentare. Da könnt ihr euch auf jeden Fall austoben. Wenn ihr einen Beat macht und den hochlädt, dann taggt mich auf jeden Fall bei YouTube oder bei Instagram. Ich freue mich da immer, Leute zu sehen, die Beats machen auf meine Loops. Leute, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.